hosted by Master Clock. Master Clock.
hosted by Master Clock. Guten Abend und ja, herzlich willkommen zu Studio 3. Master Clock ist mein Name und bevor das es hier so richtig losgeht, hier oben bei mir, da würde ich erstmal so ganz in Ruhe sagen, guten Abend, willkommen hier in Studio 3 bei Afterwork Motorsport TV und 15 Racing, weil wir im Zusammenarbeit machen ein Dienstagslobby mit halbe Distanz, sprich, das heißt 50% vom Qualifying, sprich ungefähr 10 Minuten und dann auch die Hälfte von der Rennstrecke. Für die erste Kurve? Ja, dann zu spät. mit 17 Runden. Das ist, was uns heute bietet. Wir sind in Belgien. Moin, Paule. Willkommen im Chat. Zurück zum Stream. Wir haben ungefähr, wie gesagt, halbe Strecke, halbe Qualifying. Wir sind in Belgien. Wir sind in Spa. Wir gehen in Bergstahlfahrt. Das ist mit bekannten Namen wie Olive Camel Strain und so weiter. Das ist, womit wir uns heute beschäftigen. Bevor wir live reingehen in den Lobby, muss ich gerade mal gucken, so ein paar Leute sind im Kopf drin, dass die alle am Fleisch am Fleisch zu spät haben. Blind, auf einmal ist die Schreife aus der Guck mich hier. Ja, ja, das für deinen Bremspunkt hätte es nicht mehr gereicht, dass ich dir nicht reingefahren wäre. Schaut so aus,
Hier haben wir Chakotay mit seinem AMG auch unterwegs. Das heißt, Lobby ist auf und wir können live dabei sein. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Unterhaltung. Und für die, die da im Hintergrund sitzen und ein bisschen nachspekulieren, was soll ich morgen machen? Weil morgen ist der große Tag. Morgen ist 100% Distanz, 100% Qualifying, sprich 20 Minuten Qualifikation, eine Stunde Rennen in Spa in Belgien, ein Regengebiet, da sind wir uns alle einig. Es kann regnen, es muss nicht, aber es kann. So, wir gehen rein, gucken uns das Ding hier ein bisschen an und ungefähr so 10 nach, also 20.10 Uhr, wie das so heißt auf Deutsch, ungefähr 9 Minuten, wenn ich meine Uhr so richtig anschätze, geht's los. Ich sage euch alle willkommen hier zu Afterwork Motorsport TV und 15 Racings Dienstagslobby. Ja, meine Damen und Herren, so sieht's aus. Guten Abend, Paul, noch einmal. Lieb und freundlich, wie ich bin. Guten Abend, Sam Ding Dong Belém. Schön, dass du auch mit dabei bist hier im Stream. Wie ihr hören kann, ist der Ton heute ein bisschen anders bei mir. Das hat seinen Grund. Ich möchte heute ein bisschen sachlich und bewusst moderieren und hoffen, dass wir einen richtigen, coolen Dienstagabend ungefähr eine Stunde von jetzt an so eine Stunde richtige coole Rennen sehen werden, weil Spa hat's in sich, das Wetter hat's in sich, die Rennstrecke hat's in sich und wir wissen alle, worum es jetzt geht. Die Leute und alle und wir zuschauen hier, wir wissen alle, die 2:14, 2 Minuten 14 im trockenen Zustand ist machbar, wenn man es finden kann. Ich weiß, ich kann es nicht. Ich bin bei 2 Minuten 18. Wenn ich einen guten fliegende Runde hinkriege, habe ich vielleicht 2:17 hoch. Aber ich denke mal eher morgen geht es darum, wir wollen alle überleben und bloß nicht abseits der Strecke kommen. Das ist was Wichtiges morgen, habe ich so den Eindruck. So, deswegen schauen wir das ganze Ding hier einmal von Anfang an. Gucken wir hier, was der Balex kann. Leider gibt es bei uns Streamer nicht die Möglichkeit, momentan auf Taste 1 zu drücken. Und dann sind wir auch bei der Fahrer mit Nummer 1 momentan, sondern wir müssen einmal schnell durchbimmeln. Da haben wir Walex. Walex fährt ein außergewöhnliches Gerät, der Schreimaschine, der Nähorgel, das Schwiegermutters Albtraumauto. Fahr mal vor bei deiner Schwiegermutter mit so einem Organ, der so kreist und schreit wie das Ding hier. Und du bist der unbeliebteste Schwiegersohn auf der Welt. Aber Walex hat sich das Ding ausgesucht. Hinten raus in ungefähr eine Stunde Zeit werden wir wissen, warum. Samato, warum er auch dieses Ding fährt, wir werden es erfahren. Chakotay, AMG, schön Brumm, V8 vorne, zieht das Ding. Tifi, unser Host heute, fährt ein... auch so ein Schreiorgel. Menno, das ist vielleicht das Ding, das Maß der Dinge. Icewalker, M6 Classic. Schön V6 vorne drauf, am Arbeiten. Hubraum statt Spoiler, sage ich mal immer. Ja, wir werden es erleben. Stony, Nissan, GTR, sein Wahl diesen Saison. Dann haben wir Ibici, von wo er kommt, weiß ich nicht. Ob er hier dazugehört, weiß ich auch nicht.
aber momentan fährt er hier auf der Rennstrecke. Das wird sich vielleicht irgendwann mal klären, wer er ist. Ich hoffe das zumindest, weil ich hatte das Vergnügen mit ihm in einem Trainingslobby und er ist schnell. Dass er jetzt momentan nur auf 8 ist, ist vielleicht darauf hinzudeuten, dass er noch keine Zeit gefahren hat, aber so ein 16er kriegt er auf jeden Fall hin. Alpici fährt in Liga 10, okay. Ich kenne ihn nicht, habe ihn auch nicht gesehen, dass er reingekommen ist. Moin Jaja, habe ich auch nicht, aber natürlicherweise, wenn er hier drin ist, ist er hier. So, da haben wir einen Neuzugang, das weiß ich auf jeden Fall. Allein von dem Namen weiß ich, dass er neu ist, weil er hat normalerweise so, was heißt er? Was heißt er? Aber das dort Dead Viper. Das ist Dead Viper. Das habe ich nämlich mitgekriegt. Und der ist mit auf die 8 momentan mit dem V6. Wir haben Lil Maus. Ach nee, ein Name, das man lesen kann. Lil Maus, das kann man lesen. So, dann haben wir Jaja Ballard mit dem Supra und Tiffy ist in der Box. Also 12 Leute haben wir momentan hier drinnen in den Box. Guten Abend zu Dead Viper. Schön, dass du auch hier in den Chat reingeschrieben hast. Oh, Walex mit einer 3-Sekunden-Strafe, aber bedeutet alles gar nichts. Das bedeutet gar nichts momentan, weil, warum? Oh, wir sind ja gar nicht in den Qualifikationen. So, alles ist easy, alles ist ruhig, alles geht. Wir gucken uns das nur an, ein bisschen so, dass das alles ein bisschen gut ist. Teufelsfront ist ja da. Halleluja und willkommen, Teufelsfront. Schön, dass du dabei bist. Und Olli, der ist SPX12, SP12X, S12PX oder was auch, was du von vielen Namen von unserem Chef gekriegt hast, von Studio 1. Ich weiß, das ist SP12X. Ich weiß auch, woher das kommt. Aber ich weiß auch, der Mann dahinter, das ist Olli. Schön, dass du dabei bist hier in diesem Chat. Und schade, dass du nicht in den Lobby drin bist. Da ist noch Platz, glaube ich. Ja, 2 Plätze haben wir noch frei. 2 gibt es doch frei zu geben. 12 Minuten noch, dann geht's los. Ne, 2 Minuten noch. Huh. 20.10 Uhr geht's los. Und dann geht's rund. Wenn alles hält, was es verspricht. Was meinst du, Teufelfront? Sind bestimmt nicht nur auf die Strecke. Heute sind alle abseits. Rasenmäher gibt es dabei. Es gibt Aufsitzmäher, Schiebmäher. Die restlichen 2. Ja, wir werden sehen, wo die sind. Also auf jeden Fall, 2 Plätze gibt es momentan noch frei. 13 gibt es in den Lobby. 2 ist noch frei. Und wenn es bei den 13 bleibt, ist es halt so. Dann ist es auch okay. Jetzt kommt Ricola, ist auch drin, immer noch mit 2 Plätze frei. Und dann machen wir den Laden dicht. Weil in geh mal in Lobby-Menü. Probier ich doch mal. Guck mal raus. Guck ich mal ganz hier rüber. Nö. Ah, Punkt-Attack ist auch drin und damit haben wir 15. Danke, Teufel. Ach, Mann. Ja, ich muss auch lernen. Aber es sieht so aus, dass wir jetzt gerade starten. Ja, wir starten jetzt. Teufel, ich lerne wieder was Neues. Ja, 16. Ja, weil ich auch da drinnen bin. Aber 15 fahre. Entschuldigung. Menno, ich muss das auch lernen. Ich bin neu auf dieses Gebiet hier. Babbeln kann ich, habe ich mir erzählen lassen. Aber streamen, naja. Dieses ganze Elemente, wie man rauf und runter schrollt und wo man rein und raus klickt, ohne dass alle das mitkriegen kann oder auch nicht. Warum bin ich denn überhaupt da? Da muss mein Auto doch gar nicht stehen. Hä? Nur daraus, weil ich muss ja nur... Nee, da nicht. Ich muss hier runter. Da.
da rein. So. Qualifikation ist um jeden Fall gestartet. Und ich bin so nett und freundlich und habe den Platz freigegeben. Für niemanden, weil wir sind immer noch 16 Leute drin, aber ich fahre ja nicht. Ich bin ja nur dabei. So, Balex ist auf seiner Runde. I am Racing. Auch mit einer von diesen Schreiorgel-Rasenmäher-Dinger. Stoney kommt mit dem GT Nissan. Und dann haben wir noch so einen Sermato. Auch mit einem Rasenmäher. Icewalker. Klassisch von seiner Seite mit einem M6. Punkt Attack mit der Käfer. Der ist nicht ganz außer Acht zu halten. Also da müssen wir auf jeden Fall zwei Finger draufhalten. Weil er bewegt das Ding wie kein anderer momentan. So, Chakotay mit seinem M6. Dann haben wir Dead Viper, auch mit M6. Wir haben Ricola, auch mit so einem Rasenmäher. Maestro mit einem Supra. Ibici mit einem AMG. Chacha Ballard mit einem Supra. Dahinter haben wir Lil Maus mit einem sehr außergewöhnlichen Fahrzeugbar. Mit Mustang in originale Lackierung. So, wen haben wir da? Tiffy mit Porsche. Ja. Dann haben wir Mystic ist reingekommen. Ach, schau mal einer. Mystic ist drin als 15. Warum ich jetzt hier geführt werde, weiß ich immer noch nicht. Aber ich muss auch nicht alles begreifen hier in dieses GT7. Auf jeden Fall bin ich hier raus. Ich habe kein Häkchen gesetzt, so müsste ich eigentlich auch nicht drin aufgeführt werden auf dieser Liste. Aber ist halt so. Alle Renninformationen sind drin. Und wir kommen jetzt hin zu, wo Balex seine erste Runde so halbwegs fertig hat. Halb durch die erste Runde ist er jetzt schon. Jetzt kommt diesen Sektor, wo ich nicht richtig weiß, wo ich meinen Genesis platzieren soll. Hier komme ich zu weit raus, das ist auch normal bei mir. Aber, naja. Ich habe irgendwie den Wetterbericht bei, ich sag mal, ZDF gerade mitgehört. Es soll morgen regnen. So, deswegen brauche ich mich nicht auf eine schnelle Runde konzentrieren, sondern eher auf den Setup für Regenrennen. Ja, so ist das. Ich hoffe, ihr anderen auch, wenn ihr morgen mitfährt, dass ihr darauf bewusst werdet, laut ZDF kann es morgen regnen. Mit ungefähr 80% Wahrscheinlichkeit wird es morgen regnen. So, stellt euch darauf ein. Sonntag hat es auch extrem geregnet. Bei manchen Stellen hat es richtig geregnet, bei anderen eher ganz spät im Rennen. So, ich denke mal, morgen, wenn ZDF das sagt, wenn das im Fernsehen gesagt wird, wird es auch so sein. So, 2 Minuten sind um. Das könnte eine sehr gute Zeit werden. Und nein, Paul, Fleischtaste habe ich nicht. Das ist nur Mack oder den hast. 13, 14, 15, Ding Dong, 15, 7. Alex hat erstmal einen Set. Was kommt hier? 14, 15, 15, 5. Icewalker. 17er. Punkt Attack. Jetzt nehmen wir den Laufen. 17, 7. Icewalker ist durch, Chacha Ballard ist durch. Ein Racing kommt jetzt rüber. Hat auch eine langsame Runde gehabt, Stoney. Kann er was bewegen? Nein, passt auch nichts. Dead Viper kann vielleicht noch irgendwas mit was machen. Ja, aber Teufelfront, irgendwann mal ist immer den ersten Mal. So, das ist ganz normal. Und wann Regenreifen mehr Sinn macht als Intermediate, ja, bin ich auch überfragt. Testen, deswegen fahren wir einen Testsaison. Lernen.
Das Schöne ist dabei, wir können tun und machen, was wir wollen. Was schön ist dabei, wir können nicht absteigen, aber wir können auch nicht aufsteigen. X-Predators, den kann ich gar nicht lesen, habe ich gar nicht gesehen. Der wird von mir weggespammt. Die Sat Bastard nur, weil ihr die italienische Flagge habe. Hat wohl irgendwie einer das linke Fuß aus dem Bett rausgekriegt, hat den rechten. Nein, der fährt nicht in der AWL. X-Predators überhaupt gar nicht. Naja, macht doch nichts. Ignorieren ist die schönste Art, Leute ein bisschen auszuschließen. Was sagt man immer? 9 aus 10 Leute gefällt ihr Mobbing. So, also, Samato fährt hier eine super schnelle Zeit, 15,5. Walex kommt jetzt rüber, war jetzt rüber, 16,7, hat auch nichts gebracht. Wir haben nur noch 7 Minuten, ist rum, das heißt, wir haben noch 2, 3. Das heißt, in letzter Runde sind sie alle so irgendwie dabei. Von Maestro konnte noch nichts bringen. Was kommt jetzt hier? Chakotay kann sich vielleicht verbessern, wenn er hier rumkommt. Oh, da muss er diesen V8-Schlitten hier rumtragen. Kommt noch was Besseres dabei raus? Nö. Zeigt auch nichts an. Warum zeigt er mir nichts an? Schon alles anzeigen. So, Samato 15,2. Walex 15,7. IN mit 16,1. Lil Maus 16,3. Chakotay 16,5. Maestro 16,6. Jaja 17,2 im Schlepptau vom Punktattack, der davor ist. Mystik 17,5, ah, das muss jetzt aber geknackt werden, mit einem Sekunde um jeden Fall. Nee, kommt da auch nicht hin. Nur wieder ein schlechter Runde gekriegt. Punktattack 17,7. Eiswalker 17,9 als Beste. Stony 19,1. Und wir haben 1,30 noch. Ricola ist abgeflogen. Dead Viper. Ist doch ein schöner Anblick, das hier, dass man die Leute so sehen kann. Ja? Samato, Walex mit dem Fehler, nochmal. Also, letzte Minute läuft. Lilmaus steht mitten auf der Gerade. Ja. Klar, also weil wenn du über das Ziel kommst, dann brauchst du auch nicht weiterfahren. Weil, ja, kann man das schon, aber neue Rennstrecke, neue Zeit kannst du jetzt nicht schieben. Lilmaus 4, Chakotay 5, Don Maestro in Pink, aber mit 30 Sekunden noch da, wo du jetzt bist, werde ich sagen, nö. Schaffst du leider nicht. Chacha Baladin, Konklusion mit Walex, da ein bisschen Unruhe besorgt, aber Samato in Sektor 2 mit einer halben Sekunde. Hier ist ein bisschen Unruhe jetzt gerade momentan. Was macht denn Walex hier? Steht so ein bisschen überall. Quali Ende, 10 Minuten ist um. Da ist Walex. Stony. Also war es das jetzt gerade. Ne? Vorne alles RX Master. Yo. Ich würde eher sagen, ist doch viel einfacher zu sagen, die Rasenmäher stehen vorne. Ist viel einfacher. Tryman, willkommen in unser Chat. Ja, die sind alle so ein bisschen durcheinander heute Abend. Aber es ist Dienstag. Halbe Strecke, halbe Distanz, halbe Qualifying ist nicht schlimm. Aber was man daraus lernen kann, ist viel wichtiger. Weil
für morgen kann man einiges mitnehmen. Und das ist ja das, was wir alle so haben wollen, dass man ein bisschen mitnimmt, so ein bisschen Know-how, dass man das alles so ein bisschen mitkriegt. Rennstart 20.25 Uhr, das heißt, in ungefähr 4 Minuten fängt es an und dann werden wir erstmal halbe Renndistanz, ich schätze mal 17 Runden, meine ich, dass die das eingeklockt hat. Und dann werden wir sehen, was daraus passiert. Ich mache eine ganz kleine, kurze, einminütige Werbepause und dann bin ich wieder da. Bleib da, Jungs. Es ist nie zu spät, hängen zu bleiben. Can I be your superhero? Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre. Ihr vermisst Seat im Spiel? Dann wendet euch an das Seat Autohaus Salchegger, eurem kompetenten Ansprechpartner rund zur Automarke Seat. Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Ihr verbringt zu viel Zeit vor Gran Turismo, dann besänftigt eure Frau und Kinder mit einer kleinen Kleidung. Seht mal nach unter www.neophobica.com. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. Only one of me to shield you all from the enemy. Your superhero. So, da sind wir wieder. Kleine Minütchen Pause, um die Ohren ein bisschen zu ruhen, bevor das losgeht. Und wir haben so einen ganz kleinen Flock hier. Wir haben Icewalker Barlex, wir haben I Am Racing. Und natürlicherweise ein paar andere Leute. Abici ist, kommt auch noch runter zu den Leuten. Gucken, hier steht ein Mystic rum und parkt so ein bisschen für sich alleine. Vielleicht muss er sich noch die Gedanken sammeln. Man muss ja ein bisschen mit ihm, was sagt man so, Sympathie noch empfehlen. Er kommt aus Bielefeld, so zwischen du und ich. Ne, da ist Mystic so ein bisschen alleine manchmal. Ne? Also Bielefeld ist ja diese Stadt, dass es nicht gibt, weißt du? So, und hier haben wir eine Versammlung von Judder Ballard, Stoney, I'm Racing. Wir haben Lil Maus dabei. Balex ist dabei. Und Samato bewegt sich so langsam hin zu die Leute und dann geht's gleich los. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, ich nicht weiß. Muss man gerade überlegen, welche Knopf das zurückdrücken muss danach. Weil ich sehe irgendwas mit, wenn man drinnen bleibt, kann man das eine nicht machen. Wenn man rausgeht und wieder zurückkommt, muss man erstmal ein bisschen warten, bevor man das andere machen kann. Macht aber nichts, wir haben noch Zeit. Ne? Ungefähr 30 Minuten Zeit haben wir für das ganze Rennen heute. Und dann kriegen wir das hin. Wir kriegen das gesammelt, kriegen wir das hin. Und das finde ich super genial. Ich finde es super schön, wie wir dann ein bisschen erkälteten Startversuch gemacht. Aber was ich cool finde, ist, dass hier in GT7, dass wenn man so einen richtigen Burnout macht, dass auch Qualm von Reifen kommt. Also da muss man sagen, GT7 hat hier und da nachgelegt im Vergleich zu GT Sport, was das ganze Ding schön macht. Aber die haben hier ein paar Kleinigkeiten, wo wir sagen, es wäre schön, wenn die auch uns Streamer ein bisschen helfen würde mit. Zum Beispiel, dass unsere Tastatur funktionieren würde, Wiederholung machen könnte und so weiter und so fort. Aber es geht los, Ladies. Es geht los, Frauen. Meine Damen und Herren, es geht los. Ich bleibe erstmal hier. Da kriegen wir eine Startampel auch noch und dann geht's los.
Ampel aus und dann geht's los. So, wir gucken uns erstmal die drei Rasenmäher an, da vorne von Stony. Stony ist auf drei, kann er sich mithalten? Ja, kann er mithalten? Halt den drei kann er noch halten, Mensch. So, da gehen wir schnell raus in den großen Perspektive. Wenn ich das kann, kann ich nicht. Also muss ich einmal hier raus und schnell wieder rein. Und dann hoffe ich wirklich, ja, das kommt. Da haben wir das. Da haben wir das große Kameraperspektive. Oh, Mystik, das ist aber richtig weit gekommen da. Halleluja, das war ein Abflug. Da draußen gibt es ja gar keinen Rasen mehr. Aber er ist noch mit im Rennen. Stony, Don Maestro kämpfen jetzt hier auf dem Bremspunkt, oben an der Punkt. Und hier hinten ist das Geklüngel. Hier ist das gesammelte Feld. Vorne rubbeln die Katzen alle hier das Fell und sorgt dafür, dass keine Flöhe drin sind. Aber hier hinten, guck dir das mal an. Da kommen sie. Nicht wie eine Perlenkette, sondern das ist eine ungeordnete Perlenkette. Weil wir wollen ja gucken, ob alle sauber bleiben. Aber bislang ist es alles noch gut. Wir brauchen ein paar Daten hier, meine Damen und Herren. Ups, schnell rein, alles anzeigen, wieder raus. Fertig. Dann haben wir die. Mato hat das Ding gewonnen. Walix auf 2. Don Maestro auf 3. Jaja Ballard auf die 9. Weit hinten. Aber sonst bleiben die jetzt alle schön zusammen. Chakotay ist dabei auf 11. Ricola auf die 12. Ibici mit einem 16er in den Trainingslobby hüpft hier rum auf den 13. Platz. Tifi, unser Host, mit einem Strafe auf der Birne, ist auf 14. Dead Viper mit Probleme in der ersten Runde auf 15. So, dann gucken wir hier, Samato, Walix und Don Maestro. Was sagen die Hühner hier? Kann die noch gackern oder müssen die rasiert werden? Einen reißen, leichten Twitch hier von Don Maestro. Dahinter kommt eine Perlenkette. Und was ich ja leider nicht sehen kann, ist halt, wann kommt das Rennen, das Regen, wenn es regnet, wenn es regnet. Wenn es regnet, wann kommt's? Wir können es leider nicht sehen. Nur die Rennfahrer können das vielleicht sehen anhand deren Streckenradar. Ja, du kannst unten jetzt hier, was sie jetzt hier in den Stream sehen kann, unten rechts sehen wir die Streckenkarte. Da können die Rennfahrer umschalten, was die sehen wollen. Den Radar, wo, wer ist gerade um mich drumherum oder was ist das für ein Wetter, was kommt. Aber so geht es erstmal momentan ein bisschen rum. Lil Maus mit einer halben Sekunde Strafe auf die Birne hängen. Jaja Ballard dahinter und Punkt Attack im Schlepptau. Na, ein Frosch will nicht raus, den Hals raus. Aber so geht es rund momentan. Jaja Ballard und Punkt Attack. Und hier Lil Maus, der muss federn lassen. Es dauert noch ein bisschen länger, bevor er in diesen Stoppzone reinkommen. Ja, natürlich wäre das lustig, wenn keine Regen kommt, weil alle drauf wartet, aber wir wissen es nicht. Paule, wir wissen es nicht. So, wir kicken einmal ganz schnell. Ich will auf 1 kommen. So, Samato auf weich. Walix auf weich. Weich. Oh, Medium. Lil Maus fährt Medium. Das ist der Erste, der nicht auf Medium fährt. Das ist Lil Maus auf 6. Medium, weich. Mit Schaden vorne. Ibici hat vorne. Und hier hat Chakotay hat hinten einen Schaden. Ricola vorne und Aufhängung, aber auf weiche Reifen. Also, der Ein... Oh, nee. Dead Viper fährt auch auf Medium. Aber sonst sind alle anderen noch weich. Ja. Ja, Lil Maus ist auf Mittel. Nein, alle anderen waren noch weich. Ich guck mal nochmal nach. Samato.
Valix, Maestro, Stony, I Am Racing, Judger Ballard auf Weich und Lil Maus, erster Mann auf P7 mit Mediums. Punktecheck natürlicherweise mit einem besseren Grip, ein bisschen besser rausbeschleunigen mit dem Käfer. Macht alles, was er kann, um den Vorteil rauszurocken. Und Lil Maus wieder mit einer Sekunde Strafe. Es kann doch nicht wahr sein, dass er hier diesen Mustang nicht sauber über die Strecke bringen kann, Menno. Ne? Also, Punktecheck weich. Chakotay mit weich, mit Schaden hinten. Eiswalker weich. Aibichi weich, aber von Schaden und vorne recht Aufhängung. Tifi weich. Ricola weich, aber klassisch. Splitter von Splitter und Aufhängung rechts. Ups, kriegt da einen richtigen Bums von Mystic. Auf weich mit einem total sauberen Auto. Da kann man vorbei. Dann haben wir Ricola auch mit weichen Reifen. Klassisches selbe Ding. Vorne den Splitter. Rechts, Aufhängung rechts. Dead Viper mit, ja, irgendwie so ein klassisches Ding haben die alle irgendwie. Von Splitter und Aufhängung rechts. Und das war's. 15 Leute. Also, ein paar Leute haben hier Mediums. Joker momentan, Lil Maus auf 7. Was er dabei rausmacht, irgendwas mit 3 Runden müssten die vielleicht fahren oder so. Keine Ahnung, irgendwas war da mal. Aber wir werden sehen. Vierte von 13 Runden haben die schon absolviert. Jetzt gehen die auf den 5. Oder die gehen auf den 4. Entschuldigung, 3 haben sie. 4 der Runde ist das, wo die unterwegs sind. Und so geht's rund, so geht's rund hier. Dienstagslobby präsentiert von Afterwork, Motorsport TV und 15 Racing, wo unter anderem Sir Martyr hier dazugehört. Don Maestro ist auch einer von dem, aber mit einer komplett anderen Farbe, Farbgebung vom Lackierung her. Dann haben wir hier Valix, ist auch ein 15 Racing. Und der Rest von den Leuten, Stony, I Am Racing, ist alles 15 Racing. Diesen grünen Dinger da, die Giftgrüne, sind alle 15 Racing, außer I Am Racing. Der kommt von Godzilla Racing. Sonst, dieses grüne Ding ist halt 15 Racing. Und dann kommt Afterwork Motorsport. Von Team Afterwork Motorsport, Judger Ballard auf 6 mit seinen super Intimfarben. Dann haben wir Punktattack auch von 15 Racing auf die 7. Dann haben wir Lil Maus in Standardlackierung von den Mustang auf 8, weil er ja immer noch im Medium unterwegs ist. Haben wir Chakotay oder Chakotay. 4 und 5 sind Gorilla Racing. Guck mal gerade mal nach. Stony ist auch Gorilla Racing. Entschuldigung, same Ding Dong. Entschuldigung, das ist natürlicherweise auch ein Gorilla. Ja, warum nehmt ihr auch denselben Farbton wie 15? Also da müsst ihr euch, da müssen die Leute sich echt mal unterhalten. Okay, die haben einen Hauch mehr Gelb drin, aber das war es dann auch. So, wieder zurück. Chakotay gelb von Silverhawk Racing Team, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, dahinter haben wir Aibichi und da bin ich so ein bisschen am Rätseln, TSM, was das, wovon das steht, weil Silverhawk passt da nicht drauf, sondern wo kommt der her? TSM. Einer von euch im Stream kann mir das gerade aufklären, was Team SM ist. Also M steht für Motorsport, T für Team und M für Motorsport. So viel habe ich noch rauslesen können, aus, wenn er vorbeikommt. Aber der Text ist so klein, wofür das S steht, kann ich nicht lesen. Hilfe, liebe Leute in den Stream.
da brauche ich Hilfe für. Wir haben jetzt eine Nahkamera. Servato. Irgendwas. Also jetzt habt ihr echt lange das Ding in den Stream gehabt, dass ihr das irgendwie rausfiltern müssen. Ich kann's nicht. Oder ich brauche Gläser an meine Brille, die noch größer und noch stärker sind. Cerrado, Senado, irgendwas. So, Icewalker ist auch natürlicherweise auch mit von Karthalle Wittlich, E-Sport Team, Tifi. Ja, wo fährt der denn wohl? Irgendwas mit 15, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwas mit 15. Ja, 15 Racing. Aha. So, Mystic, Afterwork Motorsport. Sehr leicht zu erkennen an der Farbgebung vom Auto und natürlicherweise dieses sehr leicht erkennbare Werbebanner, was da drauf ist von Afterwork, Team Afterwork Motorsport. Dann haben wir Ricola, Master Spirit Team. Wo er sonst fährt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall macht er Werbung für Master Spirit Racing, was auch okay ist. Und das war's. Nein, da steht nicht Zugriff. Ne? Komm, Leute, ich brauche Hilfe hier für diesen, wie heißt er noch so nett und freundlich? Ibici, da, von wo ist er? TSM. Da muss doch eine von euch, ich hätte fast gesagt Klugscheißer, Entschuldigung, aber euch Leute mit sehr viel Know-how da draußen, da muss doch eine von euch wissen, von wo das Team kommt. So, was war das, was ich gerade gesehen habe? Lil Maus in der Box, in der Box, weil jetzt geht er auf weiche Reifen, halbe Renndistanz. 7 Dinger muss er noch vollenden und dann hat er das. Ja, 7 Runden, dann auf weich. Da kann er richtige Attacke. Kann er richtig machen und dann geht's los. So, wir gucken mal eins. Eins ist hier. Wide Wake. 5,3 Sekunden ist der Mater weggefahren. Reifen noch alles grün im Bereich. Das Auto ist auch grün. Passt ja so. Ja, Sam Ding Dong. Google, du hast ein Handy. Mach das mal. TSM steht auf sein Team. Und das ist Team. Das weiß ich. Das T, das ist so viel, konnte ich entziffern. Und das M steht für Motorsport. Aber das S. Ich konnte das nicht so lesen in dem Stream, dass ich das herausfinden kann, wo er ist. Weil das steht so klein, kriege ich nicht hin. So, dann Maestro ist auf die 2, weil Walex, hast du das gesehen? Walex hat die hatte eine Strafe. Walex hat eine Strafe über die Birne hängen. Dann Maestro ist jetzt auf die 2 mit dem Supra. Hinter kommt Stoney. Setzt unter massiven Druck hier. Gorilla versus 15 Racing. Da wird Kampflinie gefahren hier. Ja. Bremspunkt nicht verpassen. Hier geht es nämlich rechts, links rum, vor dass es geradeaus geht wieder. Aber ich glaube, die Rasenmäher, die haben ein Problem im Gegenüber den Nissan, haben den Reifenproblem. Die schleifen ein bisschen mehr ab als der Stoney. Stoney ist klar im Vorteil, nicht klar, aber ein bisschen im Vorteil, wenn wir Don Maestro nehmen. Wenn wir Sir Martin nehmen, der hat auch wiederum besser, genau selben Reifenbild wie Stoney. Aber Don Maestro, hier, I am Racing und Walex, die haben schlechte Reifen im Vergleich zu Stoney. Spritbild, was sagt das Benzin von Walex? I am Racing, ungefähr gleich. Stoney, kein Spritvorteil. Null Vorteil vom Benzininhalt. Nein. Samato vielleicht mit ein bisschen weniger Sprit on board als Don Maestro und Stoney. Und da hinten wird es auch nicht anders. Dann kommt Punktercheck. Punktercheck, seine Reifen sagen auch, ich verabschiede mich so langsam. Spritverbrauch sowieso auch killermäßig. Jaja Ballard.
Au, du heilige Strohsack, das ist ja fast alles am Glühen hier. Was sagt Tifi? Schau mal hier. Schau mal, Jaja ballert und Tifi. Ne? Supra Porsche. Zwei Welten vom Reifenspiegel hier. Mystic ist auch ganz grün im Bereich mit seinem Spritverbrauch und seinen Reifen. Also das Ding kann vielleicht auf den langen Stint ein bisschen punkten. Weil auf jeden Fall muss er am Box kürzer stehen als viele anderen beim Tanken. Icewalker. Ich hätte ein bisschen mehr Sprit on board erwartet, aber hier ist der Ferrari auch klar im Vorteil. Bei Bici brauchen wir nicht gucken, der hat alles neu nach seinem Boxenstopp. Chakotay sowieso. Lilmaus ist auch durch, der hat Weiche drauf, getankt, sodass es passt. Ricola, ja, der kämpft noch mit seinen Frontschaden. Und Sermato bleibt draußen. Maestro geht in der Box. Da ist er. Kommt er jetzt rein. Muss ein bisschen nachtanken. Und raus geht der Sack wieder. Neue Schlappen drauf. Mediums muss er drauf ziehen. Weil die Weichen hat er ja schon. Und die 7 Runden, 6, 7 Runden, dass er da fahren, 5, 6, 7 Runden, dass er da fahren muss, kann er, schafft er da auch noch. Das ist ein bisschen langsamer, aber nur ein bisschen. Chata geht in der Box auf Weich, auf Medium, weil seine Reifen sind echt in der Knie. Ab der 8. Runde, Sprit geht ja. So, Walex kommt rein, Motorschaden, Frontsplitter, das ist bestimmt nicht sein Dienstag heute. Icewalker. Sind die Reifen auch noch besser als... Also das schlechteste Reifenbild momentan war noch Jaja Ballard. So, Walex kommt raus. Was haben wir noch? Mediums. Tifi auf Mediums. Jetzt warten wir auf Sermato. Stoney mit einer Sekunde Strafe auf dem Bier von Gorilla Racing, I Am Racing. Direkt dahinter wird davon sehr wahrscheinlich profitieren, weil das ist auf einer Highspeed-Strecke, Highspeed-Stelle, wo du abgebremst wirst. Das kommt jetzt. Jetzt kommt das eine hier nach dieser Kurve, wird er dazu gezwungen, abgebremst. Und jetzt gibt der Ding wieder Gas und dann geht I Am Racing einfach nur fliegend vorbei. Du verlierst auf dieser Strecke mit den Zeitstrafen nicht so extrem viel, wie man das manchmal auf anderen Strecken verliert. Aber wie man sieht, eine Sekunde kostet auch um jeden Fall 2 Sekunden. So, Mato geht in der Box. Ist auch an seiner Zeit. I Am Racing geht rein, Stoney geht rein. Punkte-Check müsste jetzt reifentechnisch auf jeden Fall auch rein. Er muss rein. Wegen der Reifen ist es eine Frage der Zeit. Da geht er auch rein. Der Nächste, der davon profitieren kann, weil er schon durch ist mit seinem Boxenstopp, ist dann Maestro. Auf 2 war er. Kann er das machen mit Sermato? Mato fährt jetzt raus. Wo kommt dann Maestro? Sehen wir den? Nein, der ist 10 Sekunden dahinter. Da geht er außenrum, Sermato. Mit I Am Racing in einem Clinch zusammen mit Stoney. So, das ist jetzt, da muss Don Maestro Haare zeigen. Also die Haare für Zähne. Ist doch so. Und da geht's auch rund. Hier geht's raus. Und damit hat er erstmal seinen 2. Platz wieder ergattert, nachdem er auf 3 zurückgefallen war. Aber I Am Racing ist der für mich Gewinner in dieser Runde hier, weil der war eigentlich nicht so weit vorne wie jetzt gerade. Stoney war mit mir weiter mit vorne. Aber I Am Racing hatte ich nicht auf dem Schirm auf dem P3. So, Stoney auf 4, Punkte-Attack auf 5 nach seinem Boxenstopp. Jaja Ballard zurück auf die 6. Chakotay auf die 7 und der hatte Purple hier, der
der Chacha ballert in den ersten Sektor. Also hat Sir Marco da federn lassen in den ersten Sektor. Chakotay auf die 7, Lil Maus zurück auf 8. Der ist aber auch weich und muss jetzt richtig aufholen. Merkt auch, dass er nur die 17er, niedrige 17er fahren kann. Und da brauchst du, wenn du von Medium auf Weich was reißen will, da brauchst du die niedrige 16er. Die brauchst du mit den weichen Reifen. Das ist wirklich so, weil hier kommt Mystic. Und der wird jetzt zeigen auf Mediums, dass diesen 17er kann er auch fahren. So, Lil Maus ist erstmal unter Verdacht, dass er nicht diesen richtigen fetten Tempo gehen kann, obwohl er umgekehrte Strategie fährt, aber der muss es echt nutzen, sonst hat er null Chance, weil dann kommt Mystic von hinten. Momentan Vorteil Lil Maus. Momentan. Gerade hier in diesem Highspeed-Segment mit ein bisschen mehr Grip ist er halt schneller als der Mystic. Aber das Ding kann einfach nicht lenken. Das lenkt nicht so richtig. Zumindest in GT Sport war das ein sehr, sehr träges Fahrzeug zu fahren. Aber Mystic kann da nicht mithalten. So. Dann gucken wir einmal komplett durch. Wir nehmen die alle von oben nach unten, so dass wir wissen, wo ist wer platziert. Mato führt mit 8,5 Sekunden über Don Maestro. Don Maestro hat 2,5 über Stoney, der unter Druck ist von I Am Racing, aber der hat eine halbe Sekunde über die Birne hängen. Das wird ihm auch nicht weiterhelfen. Die beiden sind auch Teamkollegen. So, ich denke mal nicht, dass I Am Racing da den ganz fetten Press setzen würde. Dann haben wir Punkterzeig auf 5. Fährt so ein bisschen ein einsames Rennen. Ein bisschen unter Druck hier von Chacha Ballard. Aber Chacha muss auch nach hinten gucken. Weil da haben wir Chakotay. Chakotay ist auch auf Mediums, so wie Chacha Ballard ist auch auf Mediums. So, das ist ein fairer Kampf zwischen die beiden, wer am schnellsten damit zurechtkommt, ob man mit diesen Medium-Reifen. Punktercheck fährt auch Medium. Also, hier haben wir einen Dreier gespannt, wo das sich zeigen wird, wer kommt am besten damit klar. Lil Maus 8, Mystic 9. Walex auf 10 nach seinem Motorschaden, alles Mögliche. Und Albici ist wieder zurück. Also, Albici TSM. Und es gibt keiner im Stream, der das lesen kann, was da unter dieses TSM steht. TSM riesengroß, aber nicht, was da unten drunter steht. Also, was ich noch entziffern konnte, wo ich das lange betrachten konnte, ist Team. Und M steht für Motorsport, aber das S, ja, da bin ich überfragt. Vielleicht kennt einer diesen IBG und kann uns das ein bisschen aufklären, dass ich das auch auf den Schirm kriegen kann. Im Falle, dass sie das Vergnügen haben, diesen Mann wieder zu streamen, weil dann kann, weiß ich ja, für welche Team das er fährt. Das wäre halt um jeden Fall ein vorteilhaftes Ding. Ich kann ja gerade mal schnell hier reinkicken in unsere Akte hier. IBG, TSM. Ah, Team Semedo. Semedo Motorsport ist das. Team Semedo Motorsport. Aha, da haben wir den. IBG von Team Semedo Motorsport. Auf Platz Nummer 11. Tifi auf die 24. Ja, jetzt hat er die Hälfte geschafft auf Platz 12. Icewalker auf 13. Ricola. Weiß nicht, ob er Standardtanz gerade lernt, aber das, was er da jetzt macht, ist nicht gerade vorteilhaft, wenn man vorne gefahren wird. So eine fehlt mir. Wie ist das denn? Habe ich jetzt eine verloren? Naja.
Samato. Immer noch auf die Eins. Don Maestro. Da wird aber eine enge Kiste hier. Ich denke mal, der Maestro hat da eine kleine Quicksilver. Ist in den Raum beigetreten. Was bleiben macht der denn da? Soll nur lesen können. Naja, ist auch egal. Aber Don Maestro jetzt massiv unter Druck. Fetten Fahrfehler hat er gemacht. Das war mal irgendwas mit 8 Sekunden und jetzt ist es 12. In 4 Sekunden langsame Runde deutet sehr darauf, dass er einen fetten Fehler gemacht hat. Mit diesen Mediums, ja, da muss man mit klarkommen. Semedo, Team Semedo Motorsport. Und Stoney kriegt eine Zeitstrafe. Oh, und den muss er noch eine Runde lang tragen. Hat da auch beim Rausbeschleunigen ein Problem gehabt. Das heißt, dass IM Racing versucht, ihn unter Druck zu setzen. Aber Stoney kann noch die Linie verteidigen noch. Aber eine Sekunde Zeitstrafe bedeutet ungefähr in diesem Gesellschaft hier 2 Sekunden verlieren. Und dann hat er auch schon den IM Racing vorbeigelassen, weil Stoney ist jetzt auf die 4 zurückgefallen. Und die Zeitstrafe tut ihm nicht so weiter weh, weil einziger Gegner, das er momentan hat, ist sein Teamkollege vor ihm. Und jetzt durch die SS hier. Ja, morgen wird ein spannender Tag. Hier hat es noch nicht geregnet. Das heißt, die können entspannt Soft und Medium fahren. Oder Weich und Medium. Und dann ist das Ding geritzt mit einem Boxenstopp, wenn alles gut durch die Launehalle komme. Aber wir haben Sonntag gesehen, manche kommen, manche erwischen das früh im Rennen und trocknet aus und anderen hinten raus. Ganz trocken den ganzen Weg bis kurz vor und dann geht es im Nassen. Also, das ist das Schöne an dieses Wetter auf Zufall stellen, weil man weiß nie, wann was kommt. Und das finde ich auch cool so. Da muss man noch mehr Sensen aktiviert, noch mehr Fühler rausfahren, um herauszufinden und die verschiedenen Radaren noch zu lesen, wo was passiert, was kann ich machen, was wäre das Beste, was ich jetzt mache, weil eine Runde auf Spa im Regen, auf Slicks, kann gut gehen, aber das kann auch richtig in eine Buchs gehen, wenn es richtig anfängt zu schütten. Ja, so ist das halt. Chacha Ball auf 7. Lilmaus kommt er jetzt hoch zum Besuch. Wir reden über eine Sekunde. Da geht Lilmaus weit raus. Das war's. Dann hat er null Chance mehr zurückzukommen und den Chacha Ball, aber jetzt hat er noch eine halbe Sekunde verloren. Aber mistige Mystik kommt von hinten. Auch auf Mediums, aber Lilmaus ist so weich. Aber guck mal seinen Reifen an. Guck mal die Reifen von Mystic an und guck mal Lilmaus an. Also, wenn eine richtig fett auch Reifen verbrennt, dann ist es der Mustang. Der brennt ja förmlich die Reifen ab. Die waren gleichzeitig in der Box. Guck mal. Donk, donk. Rot, weiß. Also, das kann noch eine heitere Kiste kommen, wenn jetzt Mystic von hinten noch ist. Ich denke mal, wenn er hier 2 und 2 plus 2 und 2 gleich 4 in seine Rechtaufgabe rauskriege, könnte er vielleicht noch diese Lücke schließen. Wir reden über 2 Sekunden, aber guck mal die Reifen, die sind sowas von, ja. Und Mystic hat da klar Vorteil. Okay, das sind Mediums, aber das muss doch machbar sein. Oder Mystic ist halt in ein Träumeland und sagt, naja, morgen ist es. Wir gucken mal gerade vorne hin in den Stall, weil das müssen wir noch gerade mitkriegen. Wie ist auf die letzte Runde? Da hat 13 Sekunden in der Führung. Das Ding ist um jeden Fall trocken in den Tücher reingekommen und es bleibt auch trocken. Die letzte paar Meter hat er, aber hier hinten, das müssen wir noch ein bisschen im Auge behalten.
Hat er sich hier verfahren? Hat er sich hier verfahren? Nein, hat er nicht. Guck noch nach hinten. Da ist auch noch nichts. Das bleibt noch. Und somit haben wir Sarmato wohlverdient auf die 1 durchgekriegt. Und jetzt kommen 2 und 3. Maestro hat noch seinen P2 halten können, aber mit Glück neben diesen Abflug, weil das war mal 6 Sekunden. So, und was kommt jetzt hier? I am Racing Team Order lässt den Stony vorbei. Und I am Racing ist 4. Punkt Attack und Shakotai. Das Ding ist auch noch nicht trocken in Tücher. Silverhawk Racing und 15 Racer, da verbremst er sich. Das wäre eine die gelesene. Aber ja, Shakotai kriegt noch eine Sekundenstrafe oben auf der Birne hängen. Das heißt, er wird noch weiter zurückgeschmissen. Lil Maus in Verfahren hier. Oh, Mystic kriegt den Achter. Lil Maus, der kriegt sein Auto nicht über die Schleife, weil die Reifen sind sowas vom abgefahren. Aber jetzt kommt er rein. Und Tiffy auf 11. Und das war's. 2 Leute hat den Lobby verlassen. Und somit ist das Ding hier jetzt geritzt. Wir haben alle durch. Genau. Alle 12 Phasen durch. Das war mal 15. 16 inklusive ich in diesem Lobby. Aber Glückwunsch zu Sarmato. Tolles Rennen. Tolles. Ja, muss man sagen. Hat alles richtig gemacht. Dann Meister noch ein bisschen Glück hinten raus. Stony P3. Geschenkt gekriegt und mit einem stabilen Lobby meldet sich Chacha Ballard wieder in den Stream rein. Das war schön. Ja, ich habe auch nicht viel ruckeln oder viel hin und her gehört, gesehen, mitgekriegt, dass irgendwas sich hin und her geruckelt hat. So, das war ein sehr guter Lobby. Schöne Stream. Diesbezüglich bildertechnisch in jedem Fall. Frage ist nur, warum, dass die Hühner hier immer noch umfahren, weil wir sind alle durch ein Ziel, außer ich, aber ich bin ja auch nicht da drin angemeldet. Bin nur als Zuschauer hier. Nur als Zuschauer bin nicht drin. Genau, T-Home fehlt. T-Home hat auch noch angemeldet. Naja, wir gucken, was passiert. Auf jeden Fall fahren die Leute noch im Kreis. Ha! Naja, irgendwann mal ist alle Informationen fertig. Und irgendwas mit 2 Minuten. Ist halt so. Ich bin auf jeden Fall nicht in den Lobby als Fahrer angemeldet, sondern nur als Zuschauer. Von daher. So, da haben wir das. Und damit sind wir jetzt durch mit dieser Geschichte. Dass alles heute fertig ist. Ich sage mal erstmal Dankeschön an alle Leute, der da zugeschaut hat. Danke, dass ihr den Zeit gehabt habt. Und ja, wir sind durch. Morgen, 20 Uhr, geht's los. 10 Lobbys, 9 werden gestreamt. Die Einzige, die da leider noch nicht gestreamt wird, ist Lobby 9. Weil da fehlt uns in Afterwork Motorsport oder Afterwork Racing League noch ein Streamer, das sich um Lobby 9 oder Liga 9 kümmern könnte. Und feste Streamer werden, wäre cool. Zu melden, wenn du als Streamer daran Interesse hast, das zu machen, jederzeit. Bei uns auf unserer Homepage, Discord etc. pp. Ich bin auf jeden Fall euer Masterclock. Meine Zeit ist um. Das Rennen ist vorbei. Das war sehr, sehr cool. Schönes Rennen und vieles gelernt. Und ich sag mal, bis demnächst. Ciao. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre.
Ihr vermisst Seat im Spiel? Dann wendet euch an das Seat Autohaus Salzchecker, eurem kompetenten Ansprechpartner rund zur Automarke Seat. Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Ihr verbringt zu viel Zeit vor Gran Turismo? Dann besänftigt eure Frau und Kinder mit einer Kleinigkeit. Seht mal nach unter www.neophobica.com. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. Sehr schön, zu dritt nebeneinander, IDS rechts runter. Jawohl, atmen, atmen, nicht vergessen, sehr gut. Ging gut, sehr schön, wunderbar, schön gemacht. Marco, jetzt auf P3.